Mit großen Kulleraugen kleben die Kinder Nase an Nase an den Scheiben und bestaunen die Delfine, als sie auf sie zuschwimmen und kleine Kunststücke machen. Durch ihre weiche Mimik sieht es aus, als würden sie den Kindern zulachen. Delfine sind nicht nur extrem intelligent, sondern spätestens seit Flipper genauso beliebt. Doch Tierschützer bemängeln immer wieder die Haltung und demonstrieren gegen Delfinarien. Also es gibt für die Delfinhaltung in Zoos mehrere Gründe, die extrem wichtig sind. Also wenn man sich Gedanken machen will über Delfine, das eine ist, dass ohne die Anwesenheit von Delfinen über Delfine nicht nachgedacht und auch nicht diskutiert wird. Das zweite ist, dass wir in den Delfinarien die entscheidenden Grundlagenforschungen für die Artenschutzmaßnahmen im Freiland durchführen lassen können. Und das dritte ist, dass wir natürlich diese Begeisterung bei den Menschen auslösen können, die dazu führt, dass Menschen sich überhaupt für die Tiere interessieren und dann auch das Augenmerk richten auf Probleme in freier Wildbahn. So glücklich die Tiere auch aussehen mögen, Tierschützer schlagen Alarm. Die Delfine würden auf zu kleinem Raum leben, mit Psychopharmaka ruhiggestellt werden und die Nachzucht sei bisher immer erfolglos gewesen. In einem Punkt sind sich Enke und Tierschützer aber einig. Delfinhaltung geht auch wesentlich schlimmer. In der Türkei zum Beispiel, wo sich mittlerweile Hotelanlagen Delfine kaufen, ohne dabei Rücksicht auf die Haltung zu nehmen.